aktuellen Smokers aus der V-Talk treffen wir heute Werner Casagrande. Werner Casagrande heute zu Hause in seinem wunderschönen Büro, in seinem Zuhause, empfängt er uns jetzt zu diesem Smalltalk nach der Messe. Auf der Messe haben wir uns kurz gesehen, Werner, und da hast du an deinem Messestand auch eine große Zufriedenheit ausgestrahlt. Da kam viel zurück nach dem Motto, es passt alles. Wir haben alles zusammengefasst, was so jetzt vor und mitten und nach dieser Intertabak passieren kann. Werner, du hast eine große Leidenschaft zu Tabak und zu den Zigarren im Jahr 2012 zu deinem Beruf gemacht. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe zwei Fables: die Zigarre, den Tabak und das Schreiben. Also eigentlich drei. Und ich kann auch froh sein, dass ich es geschafft habe, etwas zusammenzufügen, was mir jeden Tag viel Freude bereitet. Mit viel Freude begeht man den Tag ganz anders. Werner, wie war das denn 2012, als du angefangen hast? Ja gut, es war natürlich schon eine Entscheidung. Ich kam ja aus einem ganz sicheren Umfeld, hatte einen sicheren Job, hatte eine wirklich tolle Karriere bis zu dem Zeitpunkt hingelegt. Aber wie es halt so oft im Leben ist, ist mal Zeit, was zu verändern. Und ich hatte schon immer den Wunsch, mich selbstständig zu machen und was für mich selber aufzubauen. Aber wie es halt so oft ist, man hat immer gewisse Verpflichtungen, die einen davon abhalten. Und dann gab es die Möglichkeit, das Unternehmen damals zu verlassen. Und durch eine Verknüpfung von glücklichen Zufällen bin ich dann in die Tabakindustrie gewechselt. Und da muss ich auch an der Stelle Herrn Sigi Schäuble aus Stuttgart viel Dank weitergeben, der mich anfangs als Mentor begleitet hat und dadurch natürlich die Möglichkeit hatte, in eine völlig andere Branche reinzukommen. Und aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, es war die richtige Entscheidung. Man hat ein ganz anderes Umfeld, eine ganz andere Energie, die man jeden Tag spürt. Und man hat wirklich mit sehr vielen interessanten und internationalen Menschen zu tun, die alle eins verbindet, die Leidenschaft zur Zigarre. Und ich habe ja jetzt mein 10-jähriges nächstes Jahr dann. Also wir haben die Firma gegründet am 13.03.2013 und die Zeit, die ging um wie im Jetflug. Ja. Also unvorstellbar, dass jetzt schon 10 Jahre um sind und was man da alles in der Zwischenzeit erleben durfte. Bis man da steht, wo man heute steht, ist natürlich immer eine Achterbahn. Ich sage immer Achterbahn, muss man gucken, dass man wirklich oft oben ist. Aber man ist nicht immer ganz oben. Du hast viele Wege gehen müssen, um diesen Erfolg auch wirklich heute ausleben zu können. Aber das heißt auch jeden Tag wieder an der Front sein, jeden Tag sich bewegen, jeden Tag Ideen zu entwickeln, jeden Tag Produkte zu haben. Du bist ein leidenschaftlicher Zigarrenraucher, gut vernetzter Zigarrenimporteur. Seit vielen Jahren auf Mittelamerika-Reisen spannst du deine Antennen ganz weit aus, wo es ganz interessante und neue Plans gibt. Das jetzt seit 10 Jahren. Heute agierst du unter Casagrande Cigars, aber das war auch nochmal ein langer Weg, um sich da zu manifestieren, oder? Definitiv, also klar, man hat natürlich schon auch eine Herausforderung, weil man ja komplett branchenfremd war. Damals kann mich noch daran erinnern, wo ich mich entschlossen habe, Zigarren zu importieren, bin ich mal in mich gegangen und habe gefragt, wem willst du eigentlich Zigarren verkaufen? Und bin ich eigentlich mal so gedanklich mein ganzes Umfeld durchgegangen und mir fiel eigentlich kein einziger Zigarrenraucher ein. Und gut, wie es dann so war, klar, Vertrieb mache ich erst seit ich 16 bin. Und dann ging es halt los, von einem Laden zum anderen, die Zigarren präsentieren, die Produkte präsentieren, Tastings zu machen, dann immer wieder auch zu überlegen, wo können wir uns abheben vom Wettbewerb, wo haben wir Alleinstellungsmerkmale. Ja, und so langsam, Schritt für Schritt, hat sich das Ganze entwickelt. Und ich denke, wir haben da ganz gute Kundenbeziehungen mittlerweile auch aufgebaut, also auch zu namhaften Herstellern hier in Deutschland, für die wir sehr exklusive Produkte mittlerweile machen. Und das hilft uns natürlich, zum einen mal haben wir da einen Kunden und starken Partner, der uns eine gewisse Sicherheit und Planungssicherheit gibt, was den Abverkauf angeht. Auf der anderen Seite sind es natürlich Top-Referenzen, die wir dadurch haben. Und man sieht natürlich auch mit den Partnern, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, das hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, wo ich jetzt auf die Messe kam. Wenn man dann hört, die ja durchaus auch mit vielen Ländern zusammenarbeiten, 10, 20, Horatio. Und im Chor kam sie auf einen zu und sagte, hey, super, was du für einen Job gemacht hast, was du dieses Jahr für ein Wachstum hast, das ist unvorstellbar. Und die alles dafür unternehmen, mich damit zu unterstützen, dass wir gemeinsam als Team arbeiten.
Und ich glaube, das macht eigentlich auch den Erfolg aus. Das hat nicht nur mit mir zu tun, sondern sicherlich auch mit meinen Partnern, wo ich zusammenarbeite. Die machen wirklich hervorragende Produkte. Die unterstützen mich entsprechend und gemeinsam, muss man sagen, haben wir so ein gutes Team, dass wir auch, wenn es mal irgendwelche Themen gibt, wie du ja richtig sagst, es gibt mal Höhen, Tiefen, es gibt mal Probleme, Reklamationen, aber entscheidend ist immer, wie geht man in solchen schwierigen Situationen als Partner miteinander um? Und wenn man da einen Weg gemeinsam findet und ein gemeinsames Ziel verfolgt, ich denke, da haben wir noch weitaus mehr Potenzial. Und ich habe jetzt auch gestern Abend ein langes Gespräch geführt, welche Umsatzziele ich mir so für die nächsten 2 Jahre vornehme. Und ich sehe da durchaus Potenzial, das, was wir jetzt haben, nochmals zu verdoppeln in den nächsten 2 Jahren. Und wir haben allein die letzten 3 Jahre, denke ich, schon jedes Jahr ein Wachstum zwischen 20 und 30%, was ja auch schon mal eine ganz gute Steigerung war. Trotz Corona, trotz Veränderungen, was meine Produzenten anging, haben wir wirklich immer wieder den Weg nach oben genommen. Und ich denke, da ist durchaus noch mehr Potenzial da, weil wir uns jetzt auch vertrieblich anders aufstellen. Wir stellen uns neu auf im Innendienst und das wird uns natürlich dann auch nach außen viel mehr stärken. Zwei Stichworte. Costa Rica, Nicaragua. Hier arbeitest du ja mit vielen kleinen Manufakturen zusammen. Hier werden hochwertige Blends produziert, die oft viele andere gar nicht so spüren, gar nicht unterwegs sind. Aber mittlerweile bist du auch bei verschiedenen Blends direkt dabei, entwickelst du die mit? Ja, also es ist so, das ist immer mein Thema. Also ich lasse mir immer eine Vielzahl von Blends zukommen, gebe dann natürlich auch regelmäßig Rückmeldung, weil ich denke mal, das ist eigentlich letztendlich das, was den Erfolg neben unserer vertrieblichen Aktivität ausmacht, dass wir immer wieder auf der Suche sind, so wie die Trüffelsau nach Trüffel, ja, dass wir wirklich diese tollen Dinge finden. Und wir haben immer wieder Blends, die wir dann auch speziell Kunden anbieten. Da will ich nur einmal Kundo Cigars, die jetzt 95 Punkte hatten, dann was haben wir noch, Zechbauer, was wir ja machen mit der Royale-Serie, die da sehr erfolgreich sind. Dann haben wir die Pickburner, die jetzt auch 95 Punkte hatte. Und das sind wirklich alles individuelle Blends, die ich persönlich gut fand und dann natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Kunden auch weiterentwickelt. Und umso schöner ist natürlich, wenn man dann im zweiten Schritt sieht, dass das nicht nur von deren Seite, sondern auch von deren Kunden und natürlich auch von den Fachmagazinen entsprechend positiv bewertet wird. Herbst 22, in der Tabak, war wieder mit dem Fachhandel wirklich vor Ort unterwegs. Du bist natürlich viel vor Ort mit den Fachhändlern in den Gesprächen eingebunden. Aber in der Tabak, wo viele Informationen zuströmen, ist dann doch was anderes. Zufrieden mit der Messe? Also es ist auf jeden Fall ein Get-Together. Es war wirklich eine tolle Zeit, viele Leute und Bekannte wieder zu sehen. Man hat natürlich eine Veränderung gespürt. Es war aus meiner Sicht relativ wenig nationales Publikum da im Verhältnis zu den Vorjahren, dafür mehr internationales Publikum. Was war natürlich für mich jetzt nur im zweiten Schritt interessant ist, weil klar, ich beschränke ja meine vertrieblichen Aktivitäten überwiegend auf Deutschland. Ein bisschen machen wir was in der Schweiz und noch im Kosovo. Aber im Endeffekt fokussieren wir uns auf Deutschland. Aber mir geht es natürlich auch darum, dass meine Partner stark sind. Das heißt, die haben natürlich wieder neue Kunden gewinnen können, haben die Möglichkeit, die Marken weiter ins Ausland zu führen. Und wir spüren das ja sehr stark jetzt mit Horatio. Horatio hat ja mittlerweile weltweit eine relativ hohe Anerkennung. Und davon profitieren letztendlich wir auch in Deutschland, weil wir einfach auch hier erkennen, viele ausländische Kunden kommen nach Deutschland und fragen gezielt nach Horatio. Also für mich war jetzt so ein Schlüsselerlebnis. Letzte Woche war ich bei einem großen Online-Händler in Düsseldorf und die hatten vor 10 Tagen bestellt, aber keine einzige Kiste Horatio, sondern nur Vegas. Und dann war ich da. Letzte Woche war das ganze Regal leer. Innerhalb von 10 Tagen. Also das war schon beeindruckend. Und dann sind sogar die Verkäufer auf mich aktiv zugegangen und haben gesagt, hallo, Werner, was ist denn da eigentlich los mit Horatio? Und ich kann es ja selber nicht erklären, aber wir merken insgesamt ein Wahnsinnswachstum in dem Bereich. Und hat mich natürlich auch stolz gemacht, der CEO von Davidoff war ja bei Horatio. Und die hatten jetzt ein Commitment getroffen, dass wohl Horatio auch in den Davidoff-Stores angeboten wird in der Schweiz ab sofort. Und wer weiß, vielleicht passiert es auch in Deutschland irgendwann mal. Das sind doch sehr schöne Erlebnisse. Das sind Erlebnisse, die das Tabakleben schreibt, die Erlebnisse eines Importeurs,
wie man das nachleben darf. Du hast das richtig so schön rübergebracht jetzt. Werner, du hast einige, also relativ viele Vitolars und das Casagrande-Zigars in deinem Portfolio. Jetzt kurz vor der Messe und während der Messe auch bei uns, bei Smokers TV, beziehungsweise im Messeschaufenster bei uns platziert. Kannst du uns im Videoclip noch ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen was rübergeben? Was waren das denn für News aus der Zigarrenwelt, die wir für dich platzieren durften? Ja, also News waren auf jeden Fall mal die Schamanen, was wir jetzt sehr neu haben. Das ist eine neue Zigarre. Den Blending gibt es schon relativ lange von Vegas. Allerdings war es so, mit der Erstfassung waren wir unzufrieden. Das heißt, wir haben den Blend die letzten 3, 4 Jahre mehrfach überarbeitet, immer wieder im engen Team, wo ich dann einfach auch Fachpublikum dazu ziehe und mir das Feedback entsprechend einhole. Und das ist eine sehr leichte und angenehme Einsteigerzigarre. Hat natürlich auch eine tolle Story, weil wir wissen ja alle, Mark Nierhaus ist ja so ein spiritueller Mensch. Und in jeder Kiste befindet sich ein Spruch von einem Schamanen weltweit. Also insgesamt, wer da die Sammelleidenschaft entwickeln kann, kann da 50 verschiedene Sprüche finden in den Schamanboxen. Was wir dann auch noch haben, was neu war die Anniversario von Horacio, die anlässlich des 10-jährigen Jubiläums nach Deutschland kam. Es gab 1500 Kisten weltweit. Wir haben uns 400 sichern können für Deutschland. Es war so, die waren innerhalb von einem Tag ausverkauft. Also alles weg. Wir haben jetzt noch 20 Stück reserviert auf Lager für Kunden. Aber ansonsten war es so, dass die am Freitag kamen, übers Wochenende verpackt und am Montag verschickt waren. Also besser hätte es nicht laufen können. Das zeigt natürlich auch, was für eine Resonanz mittlerweile Horacio im deutschen Markt hatte. Und das waren so unsere 2 Highlights, die wir jetzt hatten. Das heißt aber im Klartext, alles, was wir bei uns hier angekündigt haben, was du uns zur Verfügung gestellt hast, ist bei dir verfügbar. Ja, also es ist so, dass wir derzeit, es war zumindest verfügbar, die Schamanen, die war jetzt, muss man auch fairerweise sagen, innerhalb von 2 Wochen ausverkauft, wird jetzt aber nachgeliefert und die Horacio ist ausverkauft. Die 20 Kisten, ich denke mal, der Fachhandel hat sicherlich noch vor Ort Zigarren, die man noch käuflich erwerben kann. Aber wir als Importeur sind jetzt ausverkauft damit. Und unser größtes Thema ist jetzt derzeit, dass wir das Standardsortiment bedienen können. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Vielzahl von Zigarren, die jetzt nächste Woche kommen. Und dann wird sich auch die ganze Lage wieder entspannen, sodass wir auch die Kunden entsprechend wieder bedienen können. Weil wir müssen auch sagen, wir haben dieses Jahr ein Wahnsinnswachstum gehabt. Wir haben fast 70 Neukunden. Das heißt, zu Corona-Zeiten haben wir sehr wenig Akquise betrieben. Da haben wir vielleicht 2 Kunden neu dazu gewonnen in 2 Jahren. Und dieses Jahr haben wir einfach mal wieder, wurden wir aktiv und haben dann wirklich mal wieder versucht, Kunden für uns zu gewinnen. Und das war durchaus erfolgreich. Werner, informativ, was du rübergebracht hast. Ich denke, unsere Zuschauer freuen sich, dich gesehen zu haben, dich gehört zu haben und vor allem die Informationen aufgenommen zu haben. Macht es mal ein bisschen interessanter, als nur einen Text zu lesen, sondern einfach mal zu hören, die Augen zu sehen, wie reagiert jemand auf diese Fragen. Und ich habe das Gefühl, du bist richtig gut bei der Sache, wie immer. Und, und deine Informationen sind, denke ich mal, hier richtig gut angekommen. Werner, vielen Dank für das Gespräch, gute Zeit. Viel Erfolg noch im Jahresendgeschäft. Richtig Power nochmal auf allen Wegen. Und ja, dann hören und sehen wir uns wieder, oder? Keine Frage, ich komme wieder, sagt Paulchen Band oder so ähnlich. Also, danke für eure Zeit und einen schönen Nachmittag. Und wir bleiben in Kontakt. Ciao. Ciao. Ciao.